Ja, heute kann ich euch begrüßen zur Vorstellung eines eigentlich alten Bekannten von Audi. Und dabei geht es um den RS5. Das Auto ist ja schon länger am Markt und ist ganz beliebt bei sportlich ambitionierten Fahrern. Aber vielen RS5-Kunden war das Auto nicht sportlich genug und Audi hat jetzt obendrauf ein Competition-Paket entwickelt, sogar ein Competition Plus. Das besitzt dieses Auto und da sind einige Besonderheiten festzustellen. Zum Beispiel gibt es bei diesem Auto ein leichtes Carbondach, das ist so 2-3 Kilogramm leichter, senkt also dann auch den Schwerpunkt. Es gibt Carbonspiegel, die sind dann auch extrem leicht und es gibt ja auch unten noch eine Carbonleiste. Das Ganze kann man in mattschwarz bestellen oder halt in normal. Ich würde das immer so nehmen, weil das passt auch ganz gut zu diesem Carbondach. Dann hat man hier Räder entwickelt, die sollen sehr, sehr viel Grip entwickeln, beziehungsweise die Reifen. Und die kommen von Pirelli und stammen eigentlich aus dem Motorsport, ist also eine Motorsportentwicklung. Und die passen offensichtlich ganz gut zu einem solchen Auto. Schön sind auch diese Aluminiumfelgen. Hier ist das Aluminium poliert und hier ist es schwarz. Das sieht sehr dynamisch aus. Damit man auch weiß, um welches Auto es sich handelt, steht es hier nochmal RS5 und es gibt, wie man sieht, sehr viele Schwarzanteile. Dieser Single Frame ist in schwarz, auch diese großen Lufteinlässe sind in schwarz. Hier gibt es nochmal ein Carbon-Windleitteil und was ganz interessant ist im Competition Paket Plus, das sind diese Scheinwerfer. Matrix-LED-Laserlicht vom Feinsten, muss ich sagen. Und wenn man hier diese Lichtsignatur dann im Rückspiegel sieht, dann weiß man, dieses Auto will vorbeifahren. Ein bisschen Carbon gibt es natürlich auch an dem dynamischen Heck. Hier diese Abrisskante besteht aus diesem Material. Und hier unten am Diffuser gibt es auch nochmal. Da hat man richtig investiert. Das Ganze sieht sehr schick und auch sehr sportlich aus. So, jetzt geht's ans Eingemachte, denn ich fahre hier auf der Rennstrecke Ascari. Die ist nicht ganz ungefährlich, deshalb fahre ich mit diesem knitterfreien Hut. Auf geht's! Diese Rennstrecke in der Nähe von Ronda ist im privaten Besitz. Der Inhaber liebt schnelle und schöne Autos, deshalb darf ich hier mit dem Audi RS5 antreten. Dieses Competition Plus Paket hat zum Beispiel eine etwas direktere Lenkung. Und damit ist das Fahren auf einer Rennstrecke ein bisschen präziser, ein bisschen einfacher. Man kann sehr präzise einlenken, trifft den Scheitelpunkt der Kurve und da kommt dann auch richtig Freude auf. Zur Leistung muss ich sagen, 450 PS. Naja, 500 wären vielleicht noch schöner gewesen. Und damit schafft das Auto auf der Autobahn eine Topspeed von 290. So mancher würde sagen, naja, warum nicht 300? Verstehe ich eigentlich auch nicht, wäre wahrscheinlich auch möglich. Denn dieser Motor hier hat zwei Turbolader und diese beiden Turbolader sorgen dafür, dass man reichlich Bums hat. Es gibt aber hier kein Turboloch, so wie man das früher kannte. Und was auch absolut top ist, das ist dieses 8-Gang-Automatikgetriebe. Der schaltet schnell mit Zwischengas rauf und runter. Also da kommt reichlich Freude auf. Ein geändertes Differentialgetriebe sorgt für heckbetontes Fahren. Das Heck schwenkt nach außen. Damit lenkt das Auto perfekt in Kurven ein, wie man sieht. Damit ist Fahrspaß im Grenzbereich easy und leicht zu erleben. Zum Handling muss ich sagen, es gibt ja hier ein Gewindefahrwerk. Und das wird die Sportfahrer unter euch sicherlich freuen. Man kann an diesem Fahrwerk natürlich noch die Dämpfer verstellen. Es gibt die Druck- und die Zugstufe. Und da gibt es eine Basiseinstellung für den Sportfahrer. Die hat man am Nürburgring auf der Nordschleife herausgefahren. Die passt eigentlich, aber wenn jemand meint, man müsste vielleicht die Zug- oder Druckstufe ein bisschen härter oder weicher einstellen, so ist das möglich. Und die neuen Pirelli-Reifen, die ja eigentlich aus dem Motorsport kommen, bieten reichlich Grip an der Vorder- und Hinterachse. Dadurch ist das Auto eigentlich relativ neutral unterwegs, aber wenn man kräftig ans Gas geht und herausbeschleunigt, dann kommt das Heck aber sehr kontrolliert und ich muss sagen, das Auto hier bietet da reichlich Fahrspaß. Der rund 3 Liter große V6-Motor wurde überarbeitet, aber es gibt mit dem Competition Plus Paket noch weitere Vorteile. Ja, das ist auf jeden Fall die Dynamiklenkung, nunmehr mit der festen Übersetzung 1:13,1. Das heißt, die Lenkung ist immer vorhersehbar für den Kunden und verhält sich immer gleich. Das ist auf jeden Fall etwas, was für den Rennstreckenfahrer
super ist. Wir haben das Gewindefahrwerk, also unser R-Sport-Fahrwerk Pro, was an vier Stellschrauben verstellbar ist. Und zu guter Letzt noch unser neu abgestimmtes Quattro Sport Plus. Optisch ist für mich das Coupé ein echter Hingucker. Ein bisschen Carbon gibt es natürlich auch an dem dynamischen Heck. Hier diese Abrisskante besteht aus diesem Material. Und hier unten am Diffuser gibt es auch noch mal. Da hat man richtig investiert. Das Ganze sieht sehr schick und auch sehr sportlich aus. Na, das Heck werden wohl die meisten sehen. Weniger das schöne Carbondach. Dieser RS5 hat hier noch so ein bisschen Carbon unten an der Konsole und auch am Armaturenbrett. Das sieht sehr sportlich und schick aus. Man muss aber auch sagen, das Cockpit ist ein bisschen antiquiert. Es ist nicht die neueste Ausgabe. Mir gefällt es aber ganz gut. Es gibt hier noch Drehschalter für die Heizung und unten auch noch Drückschalter für unterschiedliche Bedienelemente. Ein abgeflachtes Lenkrad mit Alcantara überzogen. Das garantiert sehr viel Halt beim Kurvenfahren. Und es gibt auch ein virtuelles Cockpit. Erwähnenswert sind natürlich diese Sportsitze hier. Die sind ganz neu. Die bieten sehr viel Halt beim Kurvenfahren. Das braucht man auch, denn dieses Auto hier baut sehr viel Grip auf. Und sonst fliegt man in dem Sitz immer hin und her. Bei diesem Sitz passiert das nicht. Und dieses Wabenmuster hier, das passt zu diesem Auto. Sieht gut aus und man schwitzt da nicht drauf. Der rote Zierstreifen darf bei einem roten Auto natürlich nicht fehlen. Wie schon gesagt, bietet Audi das Competition oder das Competition Plus Paket auch für den RS4 an. 7.875 Euro kostet das Competition Paket und das Plus schlägt mit 11.875 Euro zu Buche. Das gleiche gilt auch für diesen RS5 Sportback. Bei allen drei Modellen ist der Motor gleich. Der RS4 und RS5 Sportback sind für viele die praktischeren RS-Modelle, aber genauso perfekt in Sachen Design. Aber zurück zu meinem Favoriten, dem RS5 Coupé. Übrigens, der Basis Audi RS5 kostet 87.000 Euro. Also eines muss ich sagen, auf der Rennstrecke ist ein solcher RS5 in der Coupé-Version wirklich flott unterwegs. Das Ding hat mich wirklich überzeugt. Der legt Fahrleistungen an den Tag, die kenne ich eigentlich so noch nicht. Naja, man hat sich auch Mühe gegeben, man wollte das Auto emotional ein bisschen überarbeiten. Es gibt einen etwas anderen Motor, es gibt eine andere Lenkung, es gibt ein anderes Differential und einen anderen Auspuff. Der Sound ist phänomenal. Auf der Rennstrecke bei vollem Rohr hört sich das Ding wirklich top an. Man hat viele Dinge verändert, zum Beispiel sind die Schaltzeiten dieses 8-Gang-Automatikgetriebe jetzt viel schneller. Das hat den Vorteil, wenn das Auto sich in einer Kurvenfahrt befindet und es wird dann umgeschaltet, dann gibt es oftmals einen Leistungsabriss und dann bewegt sich das Auto. Hier wird so schnell geschaltet, dass es keinen Leistungsabriss gibt und das ist absolut top. Ja, meine Testfahrt mit dem Audi RS5 und dem Competition-Paket und Competition-Plus-Paket ist zu Ende. Das Ding hat mir wirklich gut gefallen auf der Rennstrecke und auch auf der Landstraße. Und ich muss sagen, hier das Auto als Coupé, das wäre meine erste Wahl. Der sieht einfach nach meiner Meinung ein bisschen sportlicher aus. Aber wer es ein bisschen praktischer haben will, naja, da gibt es ja dann den RS4 als Avant oder den RS5 als Sportback. Da geht eine ganze Menge mehr rein. Das war's von mir. Bis dahin. Tschüss.